Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO-Video. In unseren Livestreams, vor allem in den Lowgames, sehen wir immer mal wieder ziemlich krasse Plays, verwirrende Plays und Dinge, bei denen man sich die Frage stellt, wie ist das jetzt da überhaupt zustande gekommen? Was war der Gedanke hinter dieser Geschichte? Also hier zum Beispiel einfach so ein Clip, da nicht gleich hochkommt. Offside, Achtung, unter dir, Toni! MK. Ach mein Gott, Alter. Der ist Ulo. Halt drauf. Oh mein Gott. Und ihr sagt mir aber auch immer wieder, dass das auch den Profis passieren kann. Und das ist natürlich klar, das sind auch alles nur Menschen. Und genau das möchte ich mir jetzt anschauen. Ich habe jetzt dieses Video von euch bekommen. CSGO, when pros make 10 IQ plays und machen dummen Kram. Let's go! Dann legen wir mal los. Und wir haben hier direkt Overpass-mäßig Action. Okay, gut, also so eine Situation. Das ist ja bei uns fast Standard, dass die Bombe manchmal noch am Spawn liegt. Also gerade im Lowgame. Jetzt haben sie sogar verloren. Das ist natürlich echt. Hey, come on, Kurz, what is that? What is that? Also, sowas passiert bei uns sehr, sehr oft. Tatsächlich sehr oft. Wie gesagt, die Bombe liegt oft am Spawn oder sonst irgendwo und wir sind auf einer Side, alles ist frei. Also das ist absoluter Standard. Und die lag halt vielleicht wirklich für, ich weiß nicht, wie er die Map hat, aber vielleicht hat er sie nicht gesehen. Keine Ahnung. Yeah. Oh, du Steven! Mhm. Suit okay, guck mal drauf. Ja, okay, die wollten den Drop halt übertönen mit dem Schießen, aber sie sind erst danach gesprungen. Ich finde, das ist jetzt auch... ist jetzt eher weniger schlimm. Oh. Das ist natürlich... Uff! Fuck, Alter, stell dir vor, du hockst in so einer Arena und jemand ruft, da ist ein Kind. Passt schon, ich mach so. Tot. Oh. Das ist wirklich, peinlich. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Druck ist, den du da hast, wenn du in so, ich meine, gut, der hockt allein bei sich in seinem Häuse. Da hä. Alright. What the fuck is happening? Just move on. Move past it. Direkt reingetiltet. Hä, ist der gesprungen? Now things get only have 8 seconds left to get this bomb plant and it's so important that Hiko holds the line. What are you doing, Kusner? Why did you? Die Zeit reicht nicht. Right. So. Gut, das ist auch ein Punkt, der bei uns gerade im Lowgame ab und an mal passiert, dass halt theoretisch die Zeit reicht, aber es wird einfach schlecht kalkuliert, dann wird noch irgendein komischer Move gemacht, sich noch irgendwie gedreht oder sonst was geguckt oder halt was geworfen und dann reicht es nicht mehr für den Plan. I don't think he has this. Oh, no way. How did FaZe win this round? What a ballsy rotation coming. Ich wollte noch sagen, der T hätte ja lieber mal auf den Diffusen schießen sollen, aber das war der, ja, das war gar nicht der Fehler. Aber schon wieder ein Kit einfach liegen gelassen. Sage mal. As it goes down to one-on-one, Devil's picked up a MAC-10, spotted going inside the hot bomb. Crank. Not yet planted, we're into the red time. He's got to grab it and get back over 7 seconds to do it. 6, is he going to get there in time? Just to the edge. Oh, he fumbled it. I think he fumbled it. He's not going to have time. He doesn't. Envy's going to win the round on it. Alter, was haben die für riesen Kopfhörer auf? Guckt euch die Teile an. I think he fumbled it. He's not going to have time. He doesn't. Envy's going to win the round on it. He made a mistake on the plants. Aber hier jetzt zum Beispiel kannst du auch nicht sagen, oder hat er mal fett reingeschissen? Ich meine, du weißt ja nicht, ob er close steht oder nicht. Er ist ja, wüsste nicht, wie er es machen soll. Ich meine, klar, theoretisch ist dann die erste Direktive, 9 Sekunden habe ich noch. Ich muss jetzt entweder den Kill machen, also mich an der Stelle entscheiden, renne ich in Pommes rein und mache den jetzt kaputt. Such den, was wahrscheinlich nicht so gut läuft, weil er genau vor mir weglaufen kann mit den ganzen Ecken da hinten. Ja, oder gehe ich auf den Plant? Ja, doch, er hätte das schon irgendwie schneller machen sollen. Naja. Schade, Pilot, ne? Schade. Das ist alte Neo-Code-Shit. Oh! Oh! No! This is not supposed to... Oh! Oh! Oh!
nades. He must take nades because that Molotov. Ja, dann sage ich, this is not supposed to happen. Ja, das kommt schon nah an unsere Action ran. He's holding off on A, but Cold is inside of the hut. So he's not going to be able to spot him. He has to consider this next. He has to know he can be peaked. He doesn't. He looks to door. Drops the bomb. 12 seconds. Mm-hmm. Neo should have time to get this and get back, but he's got to be very quick. Da reicht doch die Zeit wieder locker nicht aus. Goes to the right, not to the left. He's held up. Oh, ja. He can't do it. He stopped to take the fight. He gets the kill. Und der andere geht einfach ran. Aber das ist jetzt auch kein, ich meine, ist jetzt auch kein Riesenfehler, oder? Klar, wenn es doch 3 oder 4 Sekunden sind, dann zieht man sich vielleicht kurz zurück. Bei uns im Teamspeak ist auch immer, zurück, der muss ja blenden erst noch. Vielleicht verliert er ja wegen der Zeit. Time und sowas. Aber ich finde, das war jetzt so nah. Oder? 6, 5, 4 und... Gut, man hört von dort wahrscheinlich den Plant. Also eigentlich sollte man sich in diesem Moment zurückziehen. Naja, dumm gelaufen. Wie sie angucken. Rather, and they've got a rifle to work with. Instant headshot there from Body, but he's not going to confirm the kill. Fancy survives. 8 HP left on him, and while that smoke is still up, what is going on? Oh, Uff. Die haben sich geteamkillt. Scheiße. Scheiße, die haben sich geteamkillt. Oh, that is unfortunate. That's painful. Unfortunate. Aber sowas, ich weiß, auch hier in dem Fall, weißt du, du kommst aus der Smoke raus und weißt halt, ich muss den jetzt killen, dann haben wir gewonnen. Und du schießt halt auf das Erste, was sich bewegt, auch wenn es ein Mate ist. Oh. Aber normalerweise siehst du ja, wo deine Mates sind, durch die Wände halt mit diesem Ding ins Kirchens, ne? Solan Makalele 1v3, tapping away, Ricky snuffs him out and CLG. They will pick this up. Alles chillig, wahrscheinlich verkacken sie hier jetzt irgendwas. Oh Gott, die Musik geht sogar schon an. It was lengthy, but it was... No! Oh! The bomb was not time! No! You saw it, they even left the server, Mike! Die sind vom Server gegangen, während sie defused haben, oder was? Nee, die anderen zwei, haben die hat die Zeit nicht gereicht? Galali und Rusty disconnected! Zwei sind schon gegangen von den Tees. Die Zeit rennt. Und der gleiche Kack wie vorhin. Das hat er gar nicht gemerkt. Hat er überhaupt nicht gemerkt, dass er keine Zeit mehr hat. Es ist echt haarig, wie sehr dieser Punkt, eigentlich der wichtigste Punkt in CSGO selbst, also das Planten und Diffusen der Bombe, was einen ja auch direkt aufs Gewinnertreppchen für die Runde stellt, dass dieser Punkt so hart verschissen wird. Der Grund eben auch, warum wir dann gerade eben in den Lore-Games immer wieder rufen, ran, planten, Diffusen und so weiter, dass nicht großartig ausgeströmt wird, wenn alle Tees sind gefühlt gekillt, einer lebt noch und es geht einfach alle CTs, dem hinterher keiner diffused. Das ist halt, ja. Oh mein Gott! Schön, dass es auch bei den Großen passiert, ja. Bei denen steht halt mehr auf dem Spiel als bei uns. Bei uns ist es so, wah! Und dann weiter. Aber hier... Okay. Achtung, die Bombe muss defused werden. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Die glauben, dass jeweils der andere defused, oder was? Ich flipp aus. Hä? Übrigens leckt das Video. Ich hab genau gerade eben davon gesprochen. Genau davon. Hören die Bombe nicht, oder was? Sind die taub? Der eine, oh shit. Nein. Oh Scheiße. Also das ist nicht normal. Das kann eigentlich, das kann ich mir nicht. Selbst im Lowgame hatten wir, also ich meine, wir haben sowas schon in die Richtung gehabt, aber ob es wirklich genauso geklappt hat, weiß ich nicht. Hey, no! No! Mixwell! Someone bought in the guild! Ist halt runtergefallen, okay. 10 Sekunden schon wieder. Plant muss durchgehen. Was macht er denn? Wo war denn der Versuch zu planten überhaupt? Gar nicht vorhanden. Find JW while that's happening. Sean Guest gets Crims. And now Pronax is the only man standing. He's off at the side. He's got a Molly. This could be perfect to stop this defuse. He tosses it out there. That's going to slow things down. Tries to buy him time. Skadoodle will get him and the AWP. Have they got time? They're just going to sit and burn. He goes down. They all go down. Pronax gets all three of them with Aber war das jetzt... Das war jetzt ja kein Fehler. Ich meine, man hätte ihn
killen müssen sollen, aber habe ich den Fehler verpasst? War doch gut gespielt und die anderen konnten nicht wirklich viel. Sie hätten ihn halt rushen sollen, ja. Aber das war jetzt nicht so ein Schnitzer wie halt Bombe liegen lassen, irgendwie gefühlt 20 Sekunden lang, obwohl kein Team erlebt. Und sie, aber schon piept. Cloud 9, what is happening? Finally we see someone doing it and Dennis gets the better of him. He had twisted support. Okay. What is happening? Finally we see someone doing it and Dennis gets the better of him. Da kommt er rein, der Dennis. Hey, Kumpel! Twist! What is that? Und danach direkt auf die Nase bekommen. Haarig. 20 seconds on the clock. Navi might be finding a way back into this one. Zeus is awaiting that plant attempt. It's gotta be soon. It must be soon. There's less than 10 seconds at this point. Zeus is burning. He's burning. No! What is going on? Color's actually gonna burn Zeus alive. What? Er kann einfach durch den Molly durchschleichen, die Strecke. Wie sie sich das angeguckt haben, ja Jürgen, das war jetzt ziemlich scheiße, ne? Ja, das war scheiße. In mid, the one CT low HP, but look at that Dead Fox coming in with the first one, but now it's all on Zero. Zero looking at the clutch, of course, but okay. He dies to his own Molotov? That is a hard. Are you kidding me? Schon wieder. No one has HP though, man. Here's the thing. Like, der Molly brennt ihn noch easy kaputt. They can't really do anything. They don't have any. He's in for a burst! Ach Gott, das... Ach du Scheiße. Stell dir vor, du bist Kommentator bei so einem Spiel und du kreist einfach die ganze Zeit. What an idiot! Das ist frech. Kind of clever about it, in fact. Heading all the way toward was passiert jetzt hier mit dem Molly? The window, but Zeus pushes forward. He'll take this fight. Okay. He has to wait for the fire to go away. He has a kit though, so he's got lots of time. He gets on it early, and he actually gets way too early. He timed that all wrong and flip side gifted around. 1000 Sekunden Zeit gehabt gefühlt. Er geht einfach ran. Oh, Deutsche. Was schickst du denn da bitte? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch. Krass, so im Tunnel, dass du einfach den Mate abknallst. Das ist schon wirklich krass. Holy fuck. Ich meine, das kann passieren. Aber ja, naja, weiß ich nicht. Oh, der fliegt doch easy auf seinen Arsch. Oh, no! Das hat man direkt gesehen beim Wurfstab, wie er so angedrallt. Das war's dann soweit mit den Zero oder auch eben 10 IQ Plays von den Profis. Falls ihr noch irgendwelche Videos habt in die Richtung, schickt sie mir gerne. Dann gucke ich ganz kurz rein und überlege, ob ich da halt ein Reaction-Video drauf mache. Es hat auf jeden Fall jetzt sehr gepasst, weil wir ja gerade gestern wieder im Stream ein, zwei Momente hatten, die man hier hätte hinzufügen können, nur halt ohne Profi. Das hätte man dann streichen müssen. Aber also natürlich auch von, also auch einige Plays von mir, wo ich halt absoluten Quark mache, aber auch von anderen zum Glück. Und es ist dann doch immer wieder schön zu sehen, dass es eben nicht nur bei uns kleinen Stinkern so ist, sondern eben auch bei den großen Stinkern. Also von daher, wenn ihr was habt, schickt es ruhig raus, haut da rein. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Lasst es krachen, wir sehen uns im nächsten Livestream, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und den Freitag ab 20 Uhr oder im nächsten Video in ungefähr 2 Tagen. Haut da rein. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.